Sie haben gerade das Heimweh angesprochen. Was hat Ihnen in all den Lagern geholfen, durchzuhalten? Ja, ich habe eine sehr starke Verbindung zu meiner Familie. Und der Gedanke immer wieder an meine Familie. Und ich habe Nächte geträumt, wie ich nach Hause komme. Das alles hat mir also doch Stärke gegeben. Und ich habe gesagt, du wirst das hier einfach überstehen. Du musst das überstehen. Letzten Endes aber auch dank der Tatsache, dass ich auf der Hermalitschule war. Und dort wurden wir also nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst, sondern wir sind also verträglich, aber hart erzogen worden. Und diese klare Erziehung hat mir auch geholfen, diese Notzeit zu überstehen. Denn schauen Sie mal, wenn man als 16-jähriger Soldat wird, Schülersoldat, als 17-jähriger plötzlich in Gefangenschaft ist, unter Tausenden von Menschen und du kennst keinen, den Linken nicht, den Rechten nicht, vielleicht mal der eine sagt, ja, ich komme auch aus Westfalen oder ich komme aus dem nordhessischen Waldeckschen Gebiet. Dann hat man also ein bisschen Kontakt bekommen. Ansonsten war man ja auf sich alleine gestellt und man musste sich durchbeißen durch die ganzen Erlebnisse. Das war das Schlimme. Aber ich habe viele Menschen in Kislovodsk kennengelernt. Ich habe einen alten Mann kennengelernt, der sprach noch gebrochen Deutsch. Und ich sage, woher kannst du Deutsch? Er sagte, ich bin an sich Deutscher. Ich bin nach dem Ersten Weltkrieg hier hängen geblieben. Ich habe gar nicht erfahren, dass der Erste Weltkrieg zu Ende war. Und dann ja, habe ich hier geheiratet und bin also hier geblieben. Ich habe einen russischen Offizier, der Major, der pensioniert war, bei meinen Wanderungen heimlich durch die Stadt, der mich abfing und sagte, komm mit mir ins Haus. Ich hatte Angst, sagte, du brauchst keine Angst haben. Ich möchte nur mal mit jemandem reden können, der was anderes gesehen hat als dieses Leben hier. Und er war auch in Deutschland an der Front gewesen, er kannte also ein bisschen Deutschland und konnte auch ein paar Brocken Deutsch, aber wir haben, weil ich Russisch konnte, haben wir uns unterhalten und es war für ihn also ein Herzensbedürfnis, mal nicht mit einem Kommunisten zu reden, sondern mit einem normalen Menschen. Und er hat mich gebeten, wann immer du kannst, die Tür bei mir steht auf. Du kannst also immer kommen.